Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Spieltag der Team Pokémon League, kurz TPL Season 4, Spieltag 3. Okay. Das nenne ich mal eine Anmod. Guten Tag, meine Damen und Bin Herren. auch sehr stolz. Ja, Robin, 3, 2, 1, du bist wieder motiviert. Ja, Let's go! TPL! Ja, wir sind wieder zurück. TPL. Nach zwei Niederlagen holen wir uns jetzt unseren ersten Sieg, habe ich gehört. gegen Rudi, den Loser, Ja, Mann, Rudi, du Lappen. konnte nicht mal mit Richard gewinnen. Alter. Rudi hat aber Richard die ganze Zeit nur runtergezogen, seien wir ehrlich. Hat er. Hat er. Was soll man ja sagen? Jedenfalls, wir kommen zurück bei einem weiteren Spieltag mit uns. Geninja mit diesen tollen 12 Poke-Männern. Ja. Das wären nur sechs heute dabei. Ja, wir haben aber nur 6 dabei. Und wir haben 11 Tolle und Vegeta. Nein, Spaß, Vegeta, ich liebe dich. Bist unser Maskottchen immer noch. Egal, wir werden ihn niemals austauschen, Kappa. Dazu kommen wir wann anders. Vielleicht Spieltag 8 können wir darüber mal reden. Ja. Jedenfalls, ja. Gegnerteam, I guess. Du hast Teambuilding mal mitgemacht. Du könntest vielleicht sogar mal reden. Ja, Mann. Ich kann ja sogar diesmal Sachen sagen. Ja, kannst Man ist du. echt nicht so sehr auf deren Sets fokussiert. Das fühlt sich ein bisschen bad an. Ja. Ja, okay. Dann gehen wir durch. Pinsir, Thread. Aber wir haben Antworten, I guess. Nicht die besten Antworten, aber wir haben welche. Und wir können ihn hart offensiv. Und der hat eine Rockschwäche und wir haben einen Rocks dabei. Ja, wir doch, wir haben Rocks dabei. Ja, einmal. Genau. Und Spin. Ja, am Spin. Dann, Heatran, hier. Heatran ist cool, I guess. Wir wissen nicht wirklich, welches Set das mitkommt. Wir haben uns wirklich nicht so intensiv mit den gegnerischen Pokémon beschäftigt. Ja, doch Actually, schon. Also. schon, aber nicht mit allen Sets und was so Ja, gegen uns ist. klar. Das jetzt nicht. Heatran kriegen wir gehandelt, glaube ich. Offen. Vor allem, weil er keine Boots spielen kann, ist er Ja, das stimmt. weniger ein Threat. Ja. Außer dem gefällt es mir. Sylveon, ist actually ein fucking Problem, weil wir Probleme haben, den Tod zu bekommen, was auch ein bisschen in unserer Teamstruktur liegt. Basically haben wir ein Monat, was den breakt. Wir kriegen das schon hin. Eine Fairy kann uns ja nicht nochmal besiegen. Niemals. Könnte nie passieren. Gefällt es ist scary, weil Gefällt es fucking so ein geiles Pokémon ist. So, und jetzt Der kommen wir zu unserem treasured Team. unsere. Was? Nein, overall, ich glaube, weil Rudi macht mir gerade Gefällt es Stress. Nidoking, Milotic, Self ist scary, Mienschau, Blitzer. Blitzer ist witzig, weil unser Team den irgendwie sehr witzig kontert. Ja. Decidueye ist actually kind of scary. Wir haben Alolan's Mobility-Cat gekalkt und ist der tanky. Holy shit. Für dieses Mon, jedenfalls. Wie ist es, Mon? Was? Du meinst das DT-Ding, Glaceola. Eis-Evoli? Glaceola. Glaceola, genau. Toll. Ist halt da. Ja. Mal schauen. Ich weiß wirklich nicht, was mitkommt bei dem. Ah, also wenn der mitkommt, ich wurde mal von dem Scarf Toll. gefickt. Sehr groß. Ja, auf jeden Fall, wir kommen zu unseren Sets, ne? Ja. Da übernehme ich jetzt mal ein bisschen, weil das ist zumindest beim ersten Set, weil möglicherweise habe ich wieder ein bisschen unser Lieberloh designt, halbwegs. Das Item kommt, ne? Zum Item kommen wir gleich. Lieberloh ist back, Lieberloh soll heute den dritten von dritten Spieltag kritten. Habe ich gehört. Yes, sehr gute Einstellung. Ich bin auch Also, dafür. es ist back, Lieberloh mit Pyro Boy, Sucker, High Jump, Jutendrich, wir haben das Item gewechselt. Ja, Jana wollte Expert Belt spielen, Ja, ich den wollte Expert User. Bait spielen und dann haben Und wir dann gemerkt, ach haben wir uns warte, die Band Kites macht. angeschaut. Ja, ach warte, Band one-hittet ja alles, lass mal Choice Band spielen. Oder two-shotted. Ja, Doch bei Expert Belt Band. das Zweitbeste ist, bis auf Jolteon ist Lieberloh schneller als das ganze Team von denen. Bedeutet, das Einzige, was schneller ist, ist ein Scarf-Up. Und Jolteon. Und Jolteon, ja, Offensichtlich. aber. Wenn Jolteon mitkommt, haben wir das Mon direkt unter uns, nämlich Alter Ego. Zum ersten Mal dabei, Porygon 2 mit Evolite.
Trace. Warum Trace? Weil Trace diesen Spieltag absolut geil aussieht. Weil wir entweder Sheer Force, Volt Absorb, Fur Coat, Accelerate oder irgendwelche andere Scheiße kopieren können, die alle useful auf dem Scheißding sind. Basically sind alle Abilities für uns useful, außer glaube ich die von Griffeldus. Ja, Overcoat ist auch ganz okay. Ich glaube, wir können dann nicht oder irgendwie Death-Senkung geht nicht. Ja, das ist sowas. Nicht und Regenerate, das glaube ich nicht gut. Na doch, wenn wir halt rauswechseln, können wir halt. Kriegt man da den Heal? Natürlich, wir haben ja die Fähigkeit. Oh! Also wenn nicht, dann okay. Ich glaube aber. Wir werden es vielleicht heute herausfinden. Ja. Kommen wir zum zweiten Mon, welches heute zum ersten Mal mitkommt, wo ich am wenigsten sicher bin, ob es heute überhaupt gut aussieht. Aber es ist dabei. Blastoise, Assault West Full Fist Death. Bedeutet, wir spielen also Mixed Death Blastoise. Weil Item und Fist Death. Cool, ja. Scald, weil Scald guter, bester Feuer. Wasser, Wasser, nicht. Feuermove. Scald ist der beste Feuermove, weil er wassern kann. Ich würde sagen, dass Scald der beste Feuermove im Game ist. Scald ist der beste Feuermove, weil er einen nässen kann. Perfekt. Flipturn, weil Flipturn, Terrain Pulse, weil Coco und Rapid Spin, weil Removal. Der macht wirklich viel Schaden, actually. Ja. Yep. Coco, der zweite Choicer diese Woche, mit Specs. Thunderbolt, Deathwing Gleam, Volt Switch, Grass Knot. Cool, das ist ähnlich, das ist halt ein Coco. I guess. Ist halt ähnliches Coco wie letzte Woche, nur nicht mit Expert Pearl, sondern mit Specs. Dann, Lando ist wieder da, wieder für Steph. Aber diesmal sogar sieht er gut aus, nicht wie die letzten zwei Wochen. Denn EQ Stone Edge, Death Rocks und U-Turn sind alles, was wir brauchen. Entweder machen wir mit EQ gut Schaden, mit Stone Edge gut Schaden, können Rocket legen oder gehen raus. Knock-off bin ich ehrlich, aber ist fein. Ja, aber da ist jetzt kein Chansey drin, was wir unbedingt knocken müssen oder so. Ja. Wir haben kein Evolite wirklich drin, wodurch es alles vertragbar ist, dass wir nicht Knock spielen. und zu guter Letzt, Latias mit den Heavy Duty Boots. Mit Recover, Baton Pass, Thunderbolt und Psyshock. Ganz kurz, jetzt fragen sich vielleicht manche, Baton Pass, das hat einen Grund. Vielleicht haben es manche bemerkt, ja, wir spielen Full Momentum. Wir dachten uns einfach, wir haben 6 Momentum-Mons, wir haben 6 Momentum-Mons und irgendwie sieht es geil aus, wenn wir irgendwie irgendwas immer wieder reinbringen können. Lass das mal probieren. Deswegen. Ich hab deutlich unterschätzt, wie tanky Latias ist, muss ich gestehen. Ja, und Special Latias sieht sehr sexy aus. Wir hätten auch Wish Protect spielen können und vielleicht andere Sachen hochzuhalten, aber Baton Pass ist halt der Voice Crack gerade, by the way. Oh mein Gott. Es hat sich nicht so schlimm angehört. Ach Gott. Ja, ich glaube, wir challengen mal Rudi. Wir hören uns in 1-2 Minuten wieder. Ach, scheiße, das ist Ton an bei mir. Und willkommen zurück. Gott, ich hab mich so erschrocken. Okay, I guess es ist alles dabei, was ich... Yuxi ist nicht dabei, okay, das ist gut. Aber Robin, es ist legit alles dabei, was wir ungefähr erwartet haben. Wir haben damit uns... Ich glaube, wir haben uns damit recht gut gepreppt mit dem Team. Weil das ist so ein Team, welches halt wirklich ganz gut gegen die. Weil die haben nichts Besonderes dabei. Die Frage ist jetzt, also, die haben kein Jolteon dabei. Die könnten Scarf Nido wäre eine Option, sonst sehe ich, oder Scarf Heatran. Ist aber Heatran Scarf als Coco? Warte, ich habe die Sets noch gar nicht im Kalk. Mach ich schnell noch. Ich habe die Sets noch gar nicht im Kalk. Warte. Was ich sagen wollte. Ist Scarf Heatran schneller als Coco? Es ist ein gecreeptes Coco, aber das Coco ist nicht so krass. Und trotzdem Speed. Okay, und dann Heatran. Also, ich bin mir sehr sicher, dass das Ding schneller ist, ne? Nido ist Scarf Safe schneller. Heatran auch. Okay, Heatran ist Scarf schneller. Ja. Könnte also ein Scarf Heatran sein. Ja. Aber I don't know, ob Scarf Heatran gegen einen Latias gewinnt. To be honest.
Ich bezweifle es. Also übrigens, sie könnten hier einfach mit Lando leaden, weil was? One-Hitted Lando? Richtig. Ah, Nido. Also. Obwohl, ja doch. Also entweder leaden. Sein Nido switchen. Sein Nido switchen. Porygon oder Latias? Latias eher sogar. Oder ja, beide eigentlich. Latias wechselt auch Genius auf den rein und drückt dann Psyshock. Naja, gegen Ice Beam ist jetzt nicht so geil. Ja, okay. Also eher Porygon, aber notfalls auch auf einen mein Lati. Das Ding ist halt, also, Porygon hat ein besseres Momentum als Lati. So. So, mit was wollen wir denn anfangen? Wir könnten auch ganz witzig sein und jetzt mit Porygon anfangen. Mit was fangen die denn an, deiner Meinung nach? Die könnten halt mit T-Train anfangen, was defensiv sein könnte für Rocks. Befeldes ist immer ein guter Lead. Befeldes ist immer ein guter Lead zum Scouten, U-Turn drücken, Pinsir für einen Power-Lead, vielleicht sogar Sylveon, weiß ich. Oder, keine Ahnung, vielleicht irgendein witziges Persian. Was ist denn ein Thread von uns, wogegen die leaden würden? Ja, Persian. Ich schau nochmal Persian nach, was der alles hat. Mach das bitte. Persian Aloga. Alter, einfach, this Pokémon's Defense is doubled. Pun. Oh, übrigens, dass ich die Aufnahme an habe und nicht, weil alle werden jetzt so hart weggetiltet wahrscheinlich. Mit deinem Scheißton. An dem Ton, ja. Oh shit. An alle, die das, an alle irgendwann mal Robins Videos gucken müssen in 30 Jahren, wenn er anfängt. Es tut mir leid. Ich gebe mein Bestes, Robin, nicht langsam spielen zu lassen. Power Jump, Protect. Also ich würde hier entweder mit Lando oder, keine Ahnung, vielleicht sogar Coco leaden. Alles möglich, alles möglich. Ich hab halt. Was wäre der schlechteste Lead für Coco, für Lando? Nido. Nido. Und? So. Gegen alles andere können wir for free raus U-Turn, oder? Ja, U-Turn, Rocks legen. Oder okay. Andere Sachen machen. Übrigens, Scarf Nido sieht hier diesen Spieltag wirklich recht sexy aus. Weil der macht ja halt kein Damage. Ja, doch. Gegen Porygon oder gegen Latias. Nee. Ja, das stimmt, aber der würde halt zum Beispiel einen Kokobon hitten. Ja, klar. Aber Porygon und Latias hittet er legit nicht mehr. Ja. Würde ich hier entweder Witzelendo leaden und einfach gucken, dann was passiert. Weil wir kriegen den Intimidate raus, falls. Probably yes. Pinsir kann ja auch nichts machen, so. Kommt Nido. Jetzt kommt Persian. Okay, Persian Lead ist gut. Attack ist gedroppt. Also. Dendorous gegen. Der hat auch U-Turn, der hat U-Turn. Cool. Persian. Also, er ist schneller als wir. Worst Case wäre, glaube ich, dass er uns toxicked. Oder dass er. Nee, sub-breaken wir. Foulplay macht hier auf jeden Fall 38 bis 34. Wie viel machen wir dem? Mit U-Turn machen wir dem 31 bis 37. EQ 33 bis 39. Also ist U-Turn praktisch der Play. Ja, U-Turn ist ja eigentlich der Play. Ich glaube, Rocks hier legen ist so. Nein. Vor allem, weil der uns Action schaffen muss. Ja, deswegen U-Turn. Einfach U-Turn? So, der ist schon sehr safe schnell. Icy Wind, okay. Der hat Icy Wind, das wusste ich. Das wusste ich. 43 ist sehr viel für einen U-Turn. Das ist. Icy Wind ist. Bei den schlechten Attacken. Warum ist Ice Wind bei den schlechten Attacken? Robin, warum hast du nicht nachgeguckt trotzdem? Ich bin kurz über die schlechten Attacken rüber und ich habe nichts krasses gesehen. Ich habe Ice Wind übersehen. Es tut mir super leid. Wir können gucken, wie viel der Ice Wind. Ja. Wie viel hat Ice Wind gemacht? 54. 54,4. Das ist. Entweder ist es
Himmet, Mineral oder Jolly Max Roll, das wir wissen nicht, ob sie fühlt. Aber nee, warte. Die sind speziell invested. Müssen, also warte kurz, ich guck mal kurz, ob. Nee. Wenn sie Jolly können sie nicht so viel Schaden gemacht haben, Timid auch nicht. Die sind auf jeden Fall Spätz Attack invested. Probably Spätz Attack, also Icy Wind, Parting Shot, Toxic Foulplay. Was umgeht. Das ist jetzt bad, I guess. Also wie viel Spätz Attack haben die mindestens? Cool. Ja, aber jetzt hier kann Free Coco reinkommen und eigentlich... Das hat mehr Pressure, Coco oder Cinderace? Frage. Ace, sein Pyro Boy killt hier halt, ne? Dann gucken wir mal. Nidoking kann nicht in den Pyro Boy reinwechseln. Na, okay. Ich würde sagen eher Coco, Volt Switch oder Thunderbolt, weil... sagen wir so. Ace U-Turn. U-Turn killt hier sogar das Ding, ne? Wollte ich noch anmerken. Dann gehen wir rein und drücken U-Turn, oder? Ja, können wir machen. Ace U-Turn. Gibt's eine Objection? Nö. Ich finde Ace U-Turn eigentlich gut. Let's do this. Okay. Ne, ich glaube, es gibt nichts. Wir kriegen Momentum dadurch so. Oder kill halt Mon. Ja. Ja. Ace. Turn. Wir revealen jetzt unser Set, ne? Ja, wir revealen Band, richtig. Ich glaube, das wussten die actually. Aber U-Turn, okay? U-Turn kommt. So, die überlegen jetzt probably einfach. Also die wissen, mit High Jump one-shotten wir die. Immer. Ja, mit High Jump können. Nein. Also, nicht? Werden die Full Life nicht, aber kann sein. Echt? Ich glaube nur, wenn wir Damage Boosting sind, dann. Auf dieser Range? Auf der Range, ich weiß es halt nicht. Ich muss. Keine Ahnung. Ich mach mal Band weg, dann machen wir. Ohne Band machen wir 73. Ja, also mit High Jump, ja, wir one-shotten die auf der One-Shot. Range. Mit High Jump. Und mit Pyro Ball? Pyro Ball würden wir ohne Schaden nicht one-hitten. Also könnten wir. Ohne Damage Boosting Item one-hitten. Deswegen drücken wir hier U-Turn. Vielleicht bleiben sie drin. Weil sie irgendwas predikten, was danach kommt, dann haben wir jetzt hier einen. Oh, Rengar, cool. Ja. Was wusste gar nicht, ich hab mir die ganzen Replays nicht angeschaut. Ja, wer ist gerade auf dem ersten Platz? Bei uns? Ja, ich schau mal nach. Ich glaube, also Rudi hat nur einen Win. Weiß ich. Schau mal einfach nach. Ich mach auch mal. Rudi hat einen Win. Ich glaube, Benny könnte erster sein. Tabelle? Mandy Bass kommt richtig rein. Richtig und teuer. Mandy Bass kommt rein, 20% und, Mandy. Und Uwe. 20% Mandy. Nachkalten. Mach ich mal. Da, so. Mandy Bass, Offensive, würde. Hast du jetzt schon. Das ist probably Full Fist Death. Aber das könnte auch Split sein, weil die 92% die 92 Death Invest mit Impish, ne? Welches halt dieses klassische Mandibus Set ist von Dings, ne? Vom Kalk. Da ist 20 genau die Min. Also sie sind. Sagen wir es so. Die sind. Guck grad. Ja, die sind maximal 80%, also sie sind impisch 80% Defense. Minimal. Okay? Okay. Yeah. Maximal würde es Sinn machen, weil da würden wir einfach eine High Roll getroffen haben. Auf jeden Fall können die etwas Spätzdev haben, müssen aber nicht. Ich gucke gerade nur kurz was. Coco killt hier. Coco Thunderbolt killt hier. Deathlink nimmt leider nicht. Außer. Also wenn Deathlink, wenn die halt wirklich Full Fist Death sind, kann hier Deathlink nimmt auch killen. Schade. Dass das nicht killt. Ja, wir können halt jetzt auch. Like, was wollen die machen? Die werden halt hier rausgehen. So, wir kriegen halt dann einen Free Deathlink nimmt auf den Nido. Oder nicht? Also, die werden ja hier in Nido wechseln.
Deathwing eben auf Nido ist halt 32-38%. They might. Ja. Die andere Sache, ich glaube, Sylveon kommt auch echt. Die andere Sache, die wir machen könnten. Jetzt hier Porygon reinholen wäre kacke, finde ich, glaube ich. Weil. I guess ich sehe Porygon hier nicht so, weil sie sich dann hochheilen. Wir brauchen schon eine Pressure, die den jetzt geschottet oder killt. Wir gehen entweder hier jetzt. Na, wir müssen hier eigentlich in Coco gehen. Wir müssen hier in Coco gehen. Und dann drücken wir was? Wir gehen in Coco. Entweder drücken wir jetzt hier Thunderbolt für den Safe-Kill. Nein. Oder wir drücken Gleam. Ich glaube, es ist. Auf Switch werden. Was macht der uns eigentlich? Der? Wie heißt das Ding auf Englisch? Mandy Bass. Übrigens. Like, wenn die halt jetzt wirklich Full Fist Death sind, ne? Was ich mir vorstellen kann, dann würde jetzt hier ein Deathwing Gleam zu. Warte. Mach auf 80 Leben, 80%. Deathwing Gleam würde ich jetzt zu 87% gehen. Wie viel können die uns realistisch gesehen machen? Mandy Bass? 17 bis 20 Vollplay. Das Schlimmste wäre. Toxic. Ja, Schlimmste wäre Toxic. Aber ihm auf Nido ist halt 60% Nido-Chip. Ne? 60? Nee, ich meine, 60, der ist nur noch auf 60 ungefähr dann. Okay. Der ist nur noch auf 60 da. Dann ist der in Grassnot-Range, oder? Nee, ist er nicht. Grassnot bräuchte immer noch 2. Ah, scheiße. Aber trotzdem, Gleam macht gut Schaden. Und in Nido können wir immer in Dings raus, in Porygon. Und Porygon killt dann mit Sheer Force Ice Beam. Mhm. Wegen. Mit Gleam drücken. Also sagst du Gleam und ja. kann der irgendwas, das uns richtig fickt? Mandy Bass. Und. So, ne, wenn du verstehst, was ich denke, der hat nicht viel. Der soll eigentlich tanken, was er nicht halt tut gegen den Coco. Mit Specs. Ja. Ich glaube, es ist ihm zwar. Wir haben noch nicht zurückt. Oh, krass. Ja, Timer an oder ja oder nein. Ah, fickt euch. Warte, ich schreibe jetzt kurz. Nee, ich schreibe nicht Timer, weil wenn sie dann ja sagen, dann können sie Timer anmachen. Wir schreiben nichts in die Art, okay? Bitte. Nein. Du hast die Idee. Ja, ich habe zum Glück mich zurückgezogen von meiner Idee. Meiner etwas schlechten Idee. So, Inivia ist drin. Komm, Inivia, du wirst jetzt von der Mauer auf von der Mauer. Power of Rock Music gefickt. Sorry. Let's go! Bam, Junge! Ich sag doch, ey, das war der Play! Robin, das war ein schönes Schieß von dir. Ich hab mich gerade einfach sehr gefreut. Weißt du? Oh Gott, geil. Das hat mich gerade wirklich sehr gefreut. Du komm doch jetzt. Also, das ist halt jetzt. Eine Frage. Was handelt jetzt bitte unser lieber Lo? Also, King kommt okay, halt jetzt rein, okay. Aber wir gehen doch jetzt einfach raus in Porygon, oder nicht? Warte. Der hat Focus Blast, Jana. Der Focus Blast. Wir sind manchmal echt dumm. Aber wo... Meinst du, der hat wirklich Focus Blast mitgenommen? Natürlich hat der Focus Blast mitgenommen, was? Okay, ganz kurz, Robin. Sludge Bomb ist hier der. Die brauchen hier. Okay, brauchen die Sludge Bomb für uns? Eher nicht. Wave meinst du? Brauchen sie Sludge Wave für uns? Ich glaube nicht. Sludge Wave ist echt ein guter Mid-Bomb-Play. So, Sludge Wave ist ein guter Mid-Bomb-Play. Ja, doch, die brauchen Sludge Wave für Flogges. So, Sludge Wave brauchen sie für Flogges. Die brauchen Earth Power oder Sludge Wave. Die brauchen Earth Power für. Weil wir eine Ground Weakness haben an sich. Probably ist. Ice Beam und Focus Blast. Ja. Nee, warte mal, was ist da mit Thunderbolt? Sowas wie Dings. Also, wie sonst. Oder halt Flamethrower. Was ist damit? Für, keine Ahnung, sowas wie Metagross? Was? Metagross? Bist du dumm?
Was war denn, was? Was? Ah ja, okay. Oder nee, warte. Focus Blast, wir könnten Kofak haben. Focus Blast, also insgesamt. Ich weiß halt nicht, ob die Focus Blast dabei haben. Die touchen Porygon nicht. Die touchen halt Porygon nicht, außer wenn sie Focus Blast dabei haben. Wie viel macht den Focus Blast wieder? Die drücken doch jetzt hier erstmal Sludge Wave. Oder das Earth Power. Focus Blast macht Porygon leider viel, wenn sie Sheer Force Life Orb sind. Und mit Modest. Dann macht er uns 70 bis 80. 70 bis 80? Ja. Aber der Focus Blast würde hier Coco nicht killen. Niemals. Ja. Ist Latias der Play hier? Ja, Lati reinkommt in die wirklich. Die könnten halt Scarf sein, ne? Deswegen was wäre das Schlimmste? Wie viel macht ihr uns Max mit Latias? Mit Ice Beam. Ice Beam, ne? 45 bis 53. Ich glaube, Lati ist immer der Play, oder? Damage kalten. Well played. Doch, musste kurz weg, sorry. Damage schreiten. P-Jab. Das war P-Jab? Der ist physisch? Ja. 65,6. Ja, dann ist ja. Okay, dann ist. Das ist ja Porygon sehr free. Dann ist ja Porygon. So, wie free ist das Porygon? Kann der den killen? Ich möchte erstmal den Damage wissen. So. 65,6. Er ist ein Root. 65,6 hast du gesagt. 65,6. Guck mal kurz. Hat er selber Schaden kassiert? Nein. Das ist kein Life. Warum sollte er? Oh Gott, Jana. Ja, nee, ganz kurz. Weil. Sheer Force, ja, ich habe gerade Sheer Force Adamant gekalkt und es macht 56. Das ist Choice Band dann. Nee, auch nicht. Hä, was sind die bitte? Big Hulk. Warte kurz. Expert Belt sollte nicht genug Schaden machen. Die Poison. Schick Kalk. Warte kurz. Was heißt Schick Kalk? Kalk selber. Keine Ahnung. Ich habe jetzt Poison Barb. Schick mir den Kalk, den du hast. Mit Poison Barb würden sie genug Schaden machen. Ich mache jetzt mal kurz Non-Item. Ne? Dann kannst du sehen, was ich meine. Ohne Item, ohne Damage Boosting Item würden sie. Was ja. Ist mit Life Orb? Haben sie Schaden kassiert? Ist das fucking Sheer Force, Jana? Sheer Force nimmt nicht Life Orb. Ja! Okay, dann nehmen wir mal diesen Life Orb. Ja, ja. Alter. Ich hab vergessen, dass. Egal. Wir ignorieren die Diskussion. Das ist Sheer schneller als die. Das ist Sheer Force Element. Warte, ich kann kurz gucken, ob es noch Element ist. Wir sind nicht schneller als die. Die haben Speed Invest. Nicht schneller als. Ich bin jetzt hier aber einfach in. Einfach zu fliegen. Hat Nido physischen. Der Porygon. Er hat auch physische Fighting Moves. Der hat Brick Break. Hat er Brick Break? Ja. Hat der Ice Punch eigentlich? Safe hat der Ice Punch. Er hat Ice Punch. Wie schnell ist der? Nicht sehr schnell. Also, der ist ungefähr 10 schneller als wir. Probably. Außer er ist jetzt. Wenn der jetzt halt Dings ist, ne? Wenn der halt Full HP ist, dann ist er nicht schneller. Aber ich denke mal, der geht auf Speed hier. Der hat Body Press, Brick Break, Ice Punch. Hat der irgendein. Wir. Also ist das eigentlich Element Invest? Ja, es ist Element. Oder warte mal kurz, ich guck nochmal. So. Geh jetzt nochmal auf Lati. Und gucke jetzt mal mit
Jolly. Ja, Jolly. Jolly, es könnte auch Max Jolly sein. Entweder war es Max Jolly oder mit Adamant. Es ist schlecht, dass wir das nicht wissen, ne? Ja, es ist sehr schlecht. Ich habe echt das Gefühl, dass Rhodes oft gegen mich sind. Eine Frage, warum machen wir uns noch über Brick Break Sorgen? Wie viel macht der? 30? Also 30%. Also wechseln wir jetzt hart im Polygon aus. Ja. Tun wir, glaube ich. Ja, yes. Ja. Der wird kommen. Play. Wir kriegen Pixelate. Und, Teleport. Oder gehen wir raus? Gehen, drücken Teleport, oder? Probably. Was? Teleport Cinderace. One-shotten wir Sylvia? Nein, nicht annäherndsweise. Aber wir Two-Shot den mit. Mit Cinderace können wir den One-shotten, wenn der Schmetz dafür ist. Scheiße, wir haben ja Heat schon. Mit Cinderace könnten wir den One-shot eigentlich? Ja, wenn der Schmetz dafür ist. Wir könnten jetzt hier auch natürlich einfach gucken, aber getoxt werden will ich halt nicht so, ne? That's the thing. Lando gehen können wir jetzt auch nicht wirklich. Directic Terrain ist auch weg, das heißt in Blastoise gehen wir auch nicht der Play. Halt, Sylveon breakt halt von uns nicht wirklich was. Außer Ace, wenn der Full Spätstaff ist. Der Fistef ist halt Two-Shot, aber sonst nicht. Lando macht ihm halt okay Schaden, wenn er Spätstef ist. Ne? Und. Haben wir Lando? Wie viel macht der uns, Lando? Lando. Der geht auf der Range. Der kann auf der Range gehen. Kann auf der Lando Range gehen. Coco macht auch nicht genug, wenn der Spätzef ist, macht Coco nicht genug. Wenn der Fistef ist, macht er genug? Wenn der Fistef ist, könnte Coco. Warte mal. Warte, wie viel macht Coco? Hm. Dann macht Coco 46 bis 55. Teleport oder was drücken. Wir kein getoxtes Porygon haben eigentlich. Also entweder gehen wir vielleicht sogar direkt instant. Weiß nicht. Es kann auch nicht. Aber wir wissen, dass wir mit Nido, dass wir schneller als Nido sind. Mit also entweder drücken wir jetzt hier Teleport oder Recover oder Ice Beam. Fire Attack ist hier jetzt die Bad. Gibt uns Teleport genug Momentum? Ja, also Teleport gibt uns Momentum. Genug. Was heißt genug für dich? Um Pressure auszuüben. Wenn dann Teleport würde dazu führen, dass wir dass wir halt auf Deals Rock sehen können, oder? Maybe, ja. Wenn die drin bleiben und nicht offensiv sind, kann jetzt aber auch ein Callmind rauskommen, ne? Wir können halt dann gucken, was jetzt kommt mit Teleport. Mhm. Sollen wir Teleport drücken? Ich glaube ja. Wenn die uns toxic, wäre das so bad? Ja, ich glaube schon. Alter, die beschweren, die drücken Baton Pass. Ah, Loser. Die sind ja so schlecht. E-Train kommt. Teleport. Rein gehen wir. Also. Ist das Heatran, ne? Offensiv Heatran. Offensive Heatran kann leider mit Magma Storm hier nein, okay. Das ist nicht gut. Schlecht. Ja. Das ist gar nicht gut. Defensiv Heatran würde ja sterben. AKA gehen jetzt in
Jetzt kommt das Ding. Ich kann jetzt in Ace gehen und High Jump drücken. Wie viel Schaden machen wir gegen Anders? Wie viel Schaden machen wir gegen Sylveon, wenn wir High Jump? Gut, warte, ich kann es selber machen. Sylveon, High Jump, 29. Kommt einfach. Du bist auf dem falschen Z. Ja. Du bist auf dem Stand Z. Ja. Dann sagt aber, auf was wir uns festlegen sollen. Special Fist F. Ja, du kannst nicht auf beiden sein. Okay. Du kannst nicht halb-halb sein, dann sind die Werte auch nicht vernünftig. Sagen wir mal Fist F. Okay, dann macht es 12 ja, bis 14. Ja, Fist F 23. Nee, 23 bis 27. Ja, brandy. Ding ist, Persian wechselt dann nicht in uns rein. Pinsir will nicht. Pinsir tankt eigentlich. Warte, wie tankt Pinsir 2 High Jump? Mega Pinsir tankt ein High Jump sehr gut. Normales Pinsir tankt ein High Jump auch gut. Das heißt, eigentlich tankt alles von den High Jump gut. Das heißt, Ace ist hier. Könnten hier auch halt auf Blastoise gehen. Blastoise gegen einen Heatran Offensive. Macht uns eigentlich nicht wirklich viel und wir kriegen einen Score draus. Ja. Yeah. Oder wir drücken halt Flip Turn. Wir drücken Flip Turn, was probably besser wäre. Und wir Blast als Flip Turn? Probably ja. Oder? Komm. Sind wir schneller? Da jetzt nicht, aber. Mhm. Nein, wir sind nicht schneller. Flip Turn? Ja, schon. Wir haben gerade keinen Terrain-Puls. So, was möchte halt jetzt in uns reinkommen? Wir können jetzt halt. Das Ding ist halt, wir kriegen auf alles Chip und Chip ist super wertvoll. Wir können jetzt gerade. Und wir können jetzt. Wann ist Sylveon in Ranges? In Ranges? Wenn wir herausfinden, welches im Bestes ist. Dann kann ich dir sagen. Habe ich keine Ahnung. Wäre so geil, wenn Sylveon reinkommt. Sylveon wäre Godlike. Wenn wir herausfinden, dass Sylveon Spätstaff ist, dann können wir in Ace for free wechseln und es einfach one-hitten. Beziehungsweise dann holen wir Heatran rein und wechseln halt einfach hart in Blastoise raus. Glaubst du, sie werden jeden Momentum von uns sehen? Warte, wie viel? 1, 2, 3. Die haben schon 3 Momentum von uns gesehen. Wir haben 4 Moves gedrückt. 3 Momentum, 1 Kill. Wenn Heatran halt tot ist, dann geht halt. Also ich bin ehrlich, wenn Heatran tot ist, dann. Geht Ace durch, ne? Ja, ich weiß. Ich glaube, das wissen die auch. Wenn die jetzt ein defensives Heatran sind, dann kann Lando den hier killen. Das Problem ist, wir dürfen nur nicht mit diesem Flip-Turn, wenn es defensiv ist, in Lando wechseln. Nicht? Weil wir dann, glaube ich, Ja, wir haben Speed Creep Robin. Wir haben kein Slow Momentum. Yeah, wir haben Slow Momentum. Nein, haben wir nicht. Doch. Wir haben den Fast Momentum, weil wir auf ein defensives gespeed creeped haben, dass wir schneller sind, Robin. Ah, shit. Wir haben 24 Speed in den reingesteckt. Das könnten die aber auch haben. Ich glaube, wir kriegen genug Informationen. Sorry, das war ein Type-Sack gerade. Es tut mir leid. Aber wenn sie defensiv sind, ne? Sie könnten auch jetzt hier HP Spätzle sein. Ganz ehrlich, so, ne? Ich traue Rudi actually zu. Doch. Not even kidding, dass er das gerade gespeakelt hat. Ich traue dem actually zu. Also würdest du mir sagen, es könnte auch ein defensives 36 Punkte Rennen zu haben. Also würdest du mir sagen, 36 wir haben uns auf 36 gedrückt? Wir haben uns auf 36 gecreept, Robin. Nee, doch nicht. Naja, nee. Ich hab Flip dann gedrückt, ja. Wir haben uns auf 28 gecreept. Wir haben uns auf 28. Er könnte, wenn er das gemacht hat, ne, dann. Wir fahren ja am Damage, den wir machen. Richtig viel Schaden von über 4. Du hast schon gedrückt, oder? Ja, ich hab gedrückt. Vielleicht wechseln die auch, aber wenn sie wechseln, dann frage ich mich bitte warum. Weil. Ich wollte die keinen Spoil kassieren.
wenn Nido kommt, gehen wir halt einfach for free in Poritoxic. Toxic. Die sind schneller als wir. Die sind schneller als wir. 23%. Rapid, Flip Turn 23%. Die sind defensiv. Die sind, die haben Death Invest drin. Ja. 23 genau, das ist ein, das könnte es ein... Sind kein, es, wir wissen nicht, ob es 23 genau ist. Ja, aber es ist kein Full für Steph, aber die haben irgendwas in Death und die haben auf jeden Fall HP. Die sind schneller als wir, die sind schneller als wir. Ja, die haben auf jeden die Fall... Die haben Minimum 28, 36 meine ich. Die haben Minimum 36, das ist schon... Sure. Wie ist ein Madman? Ja, das Ding ist halt, ich versuche gerade herauszufinden, dass der Flip-Turn genug Schaden macht, heißt es... 38, wir haben gerade 23 gemacht, ne? Ich sag mal 23,8. So, das heißt, sie haben mindestens. Also, sie haben ab. Warte. Eigentlich. Sie haben maximal 192 Bolt drin. Ne? Das heißt, sie könnten ein bisschen gesplittet haben, sodass sie ein bisschen in. Die kann, haben, ich finde 100 Minimum, ich finde 152 Speed. Ich finde ich finde 152 Def ist ein Minimum. Ja, ist ja, ich finde 192 Bolt sogar ganz sinnvoll von Rudy. Ich kenne Rudy da. Und die Frage ist, wo hat er die restlichen hingepackt? Er hat, warte mal kurz. Nee, das wäre dann bei 36 fehlt, kann Kito noch auf irgendwas anderes Speed Creep ob von uns. Auf Blastoise. Wie schnell ist Minspeed Grundtank? Defensive. Weil Rudi weiß, dass wir mal defensives Grundtank gespielt haben. Mhm. Minspeed Grundtank wäre 100, es wäre 60. Die sind 60 Speed, Robin. Das passt perfekt, 100, also es würde perfekt passen, das heißt 252 HP, Bolt mit 192 Def, ne, und 60 Speed, das passt eigentlich, ah ne, die haben noch 4 dann übrig. Dann vielleicht ja, dann packen sie die auch noch in Speed oder irgendwo. Oder sie sind halt, warte, ich guck mal nochmal, wo sind wir gerade drin gewesen? Besser als Blitzer, ne? Es können natürlich auch ein weniger, dass die irgendwie ein bisschen mehr in Speed haben. Ne? Ja, könnten auch. Genau, oder. Warte, auf den Speed Creep. Ja, genau. Auf den Speed Creep 8 rein nochmal zum Beispiel. Auf, dann wäre es. Ja, dann würde es passen. Dann würden sie auf so ungefähr. Sind physisch defensiv. 188 Lando. Lando müsste jetzt. Warte kurz. Lando ist hier schneller und müsste den töten. Richtig. Also außer wir misskalken uns gerade. Das kann natürlich sein. Wir können jetzt hier Throne und Lando opfern. Aber eigentlich können wir hier einfach auf Lando gehen und IQ drücken, oder nicht? Einfach probieren. Wahrscheinlich der One-Shot Lando. Wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt. Der glaube ich auch kein Eis. Aber der hat Magma Storm. Magma Storm kann hier killen. Also ich würde aber es trotzdem tun. Let's go. No risk, no fun. Let's go. Magma Storm eine 75er Genauigkeit. Er one-hitted uns doch nicht mehr. Ah ja! IQ. Das ist ein Free EQ. Warte. Worin gehen die und wie viel Schaden macht das? Pinsir? I guess. Pinsir ist. Pinsir oder. Oder warte. Es könnte auch Persian kommen, ne? Wie viel nimmt Persian? Alola Persian nimmt von dem EQ. Scheiße viel. 33 bis 39, aber es geht nicht. Das heißt, er kriegt noch einen Icy Winter. Dann können wir einfach raus auf Porygon. Also, es gibt drei Moves hier. Es gibt EQ, es gibt Rocks und es gibt U-Turn. Echt? Einer dieser drei Moves ist in jedem Fall der richtige. Aber Rocks ist, glaube ich, der wenigste gute Play. Ich würde entweder bei... Rocks ist halt... Megapinsel nimmt dann 50, ne? Wenn es reinkommt. 50. Das Problem ist, was ich halt sehe jetzt, ne, in dem Fall... Sylveon nimmt... Keychun nimmt... Und Pinsir nimmt halt noch nicht 50. Ja, aber trotzdem. Das nimmt ja auch schon 25. Ja. Dann wird das einfach nur irgendwas angepustet und ist tot. So, ja, genau. Wenn es zweimal reinkommt. Genau. Das Ding ist halt, wir können jetzt hier. Wenn wir jetzt hier auf Was Icho gehen und wenn wir auf Icho gehen und killen, dann haben wir gewonnen, basically. Ja.
Aber ich glaube, die wissen das. Aber ich glaube, die wissen auch, dass wir das wissen. Ja, wenn sie auf Pinsel gehen, können wir dann nicht. Wenn die auf Pinsel gehen, können wir dann nicht einfach auf Porygon raus, weil der tankt dahin. Der tankt den. Der tankt den wirklich. Der müsste den tanken. Aber okay, Sword Dance wäre jetzt ein bisschen gefährlich dann. Aber wenn sie Porygon umbringt, kommt dann halt Ace rein. Ja. So, so ist nicht. Und ich glaube auch plus 2. Und ich glaube auch. Und ich glaube, nee, warte kurz. Obwohl, wenn er nicht Mega hat, ist es ein bisschen scarier, aber. Mega Pinsir auf Porygon, ne? Ich kalk das mal kurz. Porygon macht mit auf plus. Also, der macht auf plus 2 mit Close Combat nicht genug Schaden, dass Porygon stirbt. Der one-shottet uns nicht auf plus 2. Und auf ein normales Pinsir kriegen wir. Wenn der noch nicht. Wenn er dann. Aerial Schnitt, ne? Ja, genau, wir hätten dann irgendwas anderes. Wenn er noch nicht also Mega ist. Dafür, dass wir EQ. Eigentlich schon, ja. Und? Jetzt wie viel machen wir auf Sylveon? Genau, das will ich auch noch gucken. Das Einzige, was mir halt Angst macht, ist vielleicht, Wish Sylveon. Ja. Sylveon... 54 bis 53. Aber wir, zumindest bei dem Mixed-Ding, ne? Wir können halt herausfinden, was das Sylveon ist. Was halt huge wäre für uns. Ne? Mal. Haben wir schon Persian nachgekalkt? Persian ist ein Spätzdev, Offensive, das hat kein HP. Warte, es stimmt. Nein, das hat HP. Nein, das hat kein HP. Das hat kein HP, das ist Full Spätz-Attack. Das ist Spätz-Attack Speed, glaube ich, war's. Mit Icy Wind. War das nicht so? Habe ich das nicht vorhin gesagt so? Kann sein, ja. Ja, ja, das Icy Wind passt vom. Also somit. Wir haben auf keinen Fall was Geiles drin. Und EQ macht dann 41 bis 49. Für den hat der. Der Persian möchte auch nicht ins Reinkommen. Der ist dann so low, ne? Dann stirbt einer durch Rocks. Ja, ich würde EQ drücken. Einfach gucken, was Sylveon ist. Okay. Ja. Er aus. Schuka. Oh, das ist. Nein, was denn ist? Okay. U-Turn. Der Mist war huge, aber sie hätten uns eh nicht gekillt. Bedeutet U-Turn. Immer hier U-Turn. Vielleicht hatten sie auch noch mehr in ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben das gut gekalkt mit dem Speed und alles. U-Turn. Ja. Wir drücken hier U-Turn. Hit U-Turn. Warte mal, was war das eigentlich für ein Roll? Das möchte ich wissen. Warte kurz. Wie viel Schaden haben wir gemacht? 71 trotzdem, ne? Ja, 71. Oh, wait. 71 heißt, ja, wie gesagt, ich mach mal jetzt mit meinem vermuteten Death Invest. Mhm. Also 188 mit Bolt. Okay, nee, warte. Die haben 18. Mit 1,92. Ah, ja. Die sind auf jeden Fall nicht mein Invest gewesen. Die haben irgendwas anders gehabt. Weil sie. Oh, wait, Robin. Wie viel hast du gesagt von Min? Was? Ich glaube. Die sind mit, jetzt können wir es wieder einschränken, Robin. 71 war es, ne? Kommazahl nicht dabei? Ja. Nee. 71. Die Kommazahl ist nie dabei. Dann sind wenn sie du jetzt, das Gegner schon jetzt sind sie mindestens 96 Bolt. Was? Ne? Wollte ich nur anmerken. Jetzt sind sie mindestens 96 Bolt, weil das sonst nicht so viel Schaden gemacht hätte. Und wenn sie nur 96 Bolt sind, kann U-Turn hier nicht killen. Oh, scheiße. Aber wir können hier einfach nochmal EQ drücken, oder? Like, why shouldn't we? Einfach EQ. Ich meine, wir haben dieselbe Intention dahinter, oder nicht? Entweder bringen wir das Ding jetzt hier um, oder wir chippen irgendwas an und gucken, finden, kriegen Infos. I guess, nochmal? Robin? Ja, schon, oder? Jo. Ace gewinnt. Bruder. Ace gewinnt das ab jetzt. Ace muss ja nur Pyro Ball drücken, oder? Eigentlich noch. Eigentlich schon. Also Ace müsste. Also wenn er nicht misst, er hat dann Kill, oder? Ja, schon. Naja, das Ding ist halt, wir müssen eigentlich nur noch Sylveon herausfinden. Wenn wir Sylveon wissen, gewinnen wir das.
Und wir dürfen es nicht zu sehr angechippen lassen. Wir haben so hohe Karten. Und es darf nicht zu sehr angechippt sein, damit, hier. Es darf nicht zu sehr angechippt sein, damit der Quick Attack von Pinsir nicht geht. Yeah. Aber auch. Also ist es halt. Auch Coco ist ja jetzt geiler, finde ich. Weißt du? Also wir haben, also ich bin ehrlich, das Teambuilding war bisher recht gut, in meinen Augen. Das hat sich so ausgezahlt, Bruder. Wir haben uns halt U-Turn, Destiny Beam und Earthquake. Ja, und Flip-Turn. Also ganz kurz, der Momentum war halt genius im Spieltag. Das macht ja so viel Spaß. Momentum ist ja die geilste Scheiße der Welt. Aber meine Idee, dass da früher war, schon ganz witzig, weil ich in meinem Kopf war es so, als wir am Florges gebaut hatten, ne? Ja. Der nimmt uns zu viel Momentum raus, welchen wir diesen Spieltag brauchten. Ich hab keinen Bock mehr auf Florges. Naja, Florges ist manchmal ganz geil, weil es ist ja wie Aromatis. Aromatis nimmt dir ja zwar auch Momentum raus, aber manchmal brauchst du es ja nicht, weil es einfach drin steht und einfach wallt, ne? Ja. So. Aber diesen Spieltag war ich nur so, nee, irgendwas kommt immer wieder rein. Und ich so, Momentum, fuck it. Der Miss war natürlich unlucky. Ich weiß halt nicht, ob Lando hier gestorben wäre, ne? Aber wenn Lando hier gestorben wäre, dann wäre ich einfach fucking in Latias reingegangen und hätte einfach Psyshock gedrückt, ne? Weil irgendwas oder nee, Semester, nee, ich glaube, ich hätte sogar Thunderbolt gedrückt, weil Persian. Ja, genau. Und dann wäre probably Persian reingekommen, dann hätte ich mir gedacht, ach, okay. Persian dürfte hier nicht killen, das heißt, wir können hier for free U-turn. Glaube ich. Persian könnte aber killen. Ich glaube, es macht nur 50 irgendwas max. Okay. Ja, wir haben so gute Karten. Wir haben sehr gute Karten gerade. Also, der Win jetzt wäre huge. Ich bin jetzt richtig toxic. Ja. Nein, bitte sei nicht toxic. Sei nicht toxic. Doch. Nein. Doch, wenn die toxic waren. Nach dem Mist nicht. Stopp. Wir haben Mist dafür kassiert. Wir haben dafür Mist bekommen. Robin, bitte. Die kritten sonst oder irgendwas. Okay, lass es. Okay. Ich schreib's in 5 Minuten. Robin, let not the karma shine on you. Okay. Ich schreib's nach dem Match, okay? Das musst du mir gönnen. Manchmal ist es wichtig, sich Zeit zu... Also ich frag mich auch wirklich, was Rudi da spielt. Ich hab Sonne... Ich finde auch nicht, dass sie irgendwie gut spielen. Also, das Teambuilding wirkt nicht wirklich gut. Also, oder vielleicht sind wir auch einfach zu. Also das Problem, Persian. Die könnten hier kritten, ist mir aber dann egal, dann ist halt kein 6-0 mehr. Ne? Persian, also. Ich drücke mir auch einen Crit auf noch. Okay, nein, das ist böse. Stop it, please. Nein. Übrigens, woher ich weiß, dass sie nicht HP sind. Ich weiß wieder, warum. Ich muss ein Disclaimer: Das würden wir niemals tun. Letzte Woche mit, mit Chansey. Das war was anderes, okay? Das war was anderes. Ganz kurz für dich, ne? Ja, ich weiß, dass sie nicht voll HP sind, aus dem Grund, dass wegen dem U-Turn-Schaden. Und Icy Wind. Modest würde, glaube ich, hier nicht killen. Du hattest nur gesagt, dass... Modest Icy Wind könnte killen, aber ich glaube, Modest, habe ich gesagt, war zu viel, ne? Warte. Wie viel haben sie uns gemacht am Anfang? Ja, First Turn, Icy Wind, 54. 54,4. Modest ist zu viel, die sind jolly. Bedeutet, die können uns hier nicht killen, wir kriegen den Free U-Turn raus. Okay, let's go. Probably, ja. Weiß nicht. So. Ace rein und. Gehen wir jetzt hier in Porygon und gewinnen mit Furcon? Also, mit Porygon können wir halt jetzt Sylveon forcen. Und dann können wir maybe für Sylveon scouten und dann Teleport drücken. Und dann in Ace gehen. Also, ich gehe jetzt hier in Porygon, würde ich sagen. Wir kriegen Furcon. Sind noch mehr bulky.
Also mit Furcode macht uns ja weder Pinsir noch Nidoking Schaden. Und oder? Tut es uns dann weh, wenn wir unseren Evoliten verlieren? Nein! Also zumindest, die machen uns doch beide keinen Schaden mehr dann, oder? Also zumindest solange wir unseren Evoliten behalten, richtig. Können wir Sylveon bieten? Ich glaube ja. Nee. Die sind Baton Pass, Wish Protect, Hyper Voice. Ja, oder wir bieten den ja nicht mit Porygon. Wir können Damage machen und ja. Wir können halt jetzt erstmal das Ding scouten, richtig. Ja. Aber ich würde jetzt hier erstmal in Porygon gehen. Probably, ja. Base, Furcode ist drin, wir haben 900 Death. Und drücken jetzt. Oh mein Gott, wir haben 918 Death. Und drücken jetzt hier einfach bitte Try Attack, okay? Bitte. Gibt es irgendeinen Einwand dagegen? Nein, weil Tri-Attack besser ist als Ice Beam auf Pinsir, weil es am vor der Mega mehr Schaden macht. Aber gegen Nidoking wäre Ice Beam besser. Richtig. Wollte ich nur sagen. Ja, wäre es, aber Tri-Attack Ice Beam killt. Glaube ich. Wir das einfach Tri-Attack drücken, weil das einfach der bessere Midground-Play ist. Bitte. Warte. Ich kalte es noch. Wenn wir eine Max-Roll hitten, dann auf jeden Fall. Das ist ja ein offensives Set, das heißt, es muss ja nicht unbedingt. Wenn wir eine Max-Roll auf Tri-Attack hitten, dann auf jeden Fall. Oder wenn wir eine Max-Roll dann auf oder es ist halt eine Min, eine Max-Roll oder zwei Mid-Rolls. Ja. Ne? Tri-Attack. Ja. Knock-off kommt. Ah, scheiße. Wir haben immer noch 600 Death. Wir haben immer noch 600 Death, das ist trotzdem mehr als ohne Knockout. Das ist halt trotzdem extrem. Ja. So, und der ist jetzt tot. Das heißt, Persian ist tot. Das heißt, deren nächstschnellstes Mon ist dead. So, Nido macht jetzt nichts mehr. Wir müssen ganz doll darauf aufpassen, dass Pinsir uns nicht 6-out, ne? Pinsir drücken wir ein. Wie soll Pinsir uns hier 6-out? Wenn jetzt Pinsir. Ich sag's nur. Also, ich will nicht, wenn Nido reinkommt, drücken wir Ice Beam. Wenn Pinsir reinkommt, drücken wir Triplette Ice Beam. Weil wenn sie nicht mega ist, Triplette halt. Müssen wir zweimal Triplette bitte drücken. Also, die würden hier auf plus 2 uns nicht killen. Ne? Will ich nur anmerken. Die würden, also Pinsir mega, würde ich uns hier auf plus 2 niemals töten. So, Mega-Pinsir, wir haben jetzt hier Furcode bekommen. Crazy shit. Wir haben jetzt hier Furcode bekommen, ne? Haben dafür den Evilite verloren. Und damit aber immer noch auf 600 Defense. Auf plus 2 machen sie mit ihrem Close Combat 61 bis 72. Na, ich seh's gerade. Wir drücken hier jetzt, Nido ist drin. Wir drücken hier, also Brick. Schauen wir den nicht einfach? Ja, wir tun schon. Aber ich will nur kurz gucken. Hat er irgendwas gegen uns, was richtig stark Freak ist? Drake ist hier, hat der Superpower? Der hat Focus Punch. Und das kann er nicht drücken. Er hat Power Up Punch, ist auch kacke. Seismic Toss macht auch nichts. Er hat Superpower. Ja. Wie viel macht Superpower uns? Gute Frage. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass du hast. Können uns zwei Superpower gehen? Ja, ähnlich. Nein, safe nicht. Oh, wait. Der macht uns ja gar nichts gegen Furcode. Stimmt. Ja. Der macht uns nichts mehr. Wir drücken hier Ice Beam. Okay. Wie viel machen wir dem? Über 15. Ja, über. Heilige Scheiße, Bruder. Earth Power kommt. Oh, der hat was Spezielles, okay. Der ist. Das wusste ich nicht, okay. Das ergibt Sinn, ja, das ergibt Sinn. Doch, das war von dem. Earth Power. Okay. Ah ja, stimmt, ich hab einen Spätz-Attack. Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass sie nicht Adamant sind, sondern. Oder sind sie Adamant? Ne, sie sind nicht Element, die sind irgendwie. Warte, wie viel Schaden haben wir gemacht mit Ice Beam? Die haben verdammt viel Schaden gemacht. Die sind. Ja, 58. Ja, die sind nicht Spätz. Die sind nicht minus Spätz-Attack. Die sind einfach nur nicht minus Spätz-Attack. 58 haben wir gemacht, die sind minus Death. Die haben aber eine Hyrule bekommen, oder? Ja. Die sind Attack plus minus Death. Glaube ich. Warte, ich kalk noch mal kurz nach. Die haben auf jeden Fall Attack plus minus etwas Spätz-Attack an West. Übrigens, das war gerade deren Max-Roll. Ja. Bedeutet, wenn sie jetzt keine Max-Roll bekommen, sollten wir hier mit. Wir drücken hier. Können wir hier einfach Recover drücken einmal? Mal. Können wir hier nicht einfach Recover drücken? Die müssen echt viel. Warte, wie viel haben die?
Wie viel Schaden? Die haben ich hab mich gerade verlesen. Wir waren angechippt, ne? Wir waren angechippt. Alles gut, ich hab mich gerade verlesen. Ich dachte, unser Ice Beam wäre deren Earth Power. Nee, wir machen auf jeden Fall hier, wir drücken hier Recover. 100%. Das ist eine Max-Roll von denen. Die können uns killen. Ja, die haben, das ist eine Max-Roll. Also, warte, ich sagte, wie viel Prozent, wie viel haben wir? 173. Ja. 173, deren Earth Power macht 177 Max, das ist eine 18% Chance. Willst du die eingehen? Wenn nicht, kommt halt jetzt schon Dings rein, immer noch. Dann kommt halt einfach Ace rein. Ne, vergiss das nicht. Oder Coco, welcher halt jetzt hier dann den Rest macht, so. Also, einfach bitte jetzt Recover, okay? Ist nicht Ice Beam der Play? Nein, Recover, weil dann sonst Pinsy reinkommt. Ne? Ja, kann sein, ja. Drücken Recover, sie überlegen. Wenn sie jetzt hier rauswechseln, gut, wir sind fast wieder full life. Ne? Wenn sie Earth Power drücken und wir recovern, sind wir auf 51%. Sie haben wir drücken Ice Beam. Sie gehen auf den Freeze, wir recovern. Wir gehen jetzt auf Ice Beam. Voila. Und schon haben wir keine Gefahr mehr. Verstehst du? Ice Beam. Also außer die Freeze sind mit Ice mit Ice. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Oh Gott, nee. Ich glaube, wir sollten hier nochmal recovern. Dass wir wieder, bis wir irgendwie Max Full Life sind. Willst du wissen, warum? Okay. Pinsy und Moxie. Das könnte Moxie sein. Wenn es uns umbringt, dann ist es plus 1. Das kann kein Moxie Pinsy sein. Das kann Moxie Pinsy sein. Nein! Doch! Oder? Doch, vor doch, der doch, Mega. Doch, stimmt. Sorry. Ja. Deswegen recover. Ja, Obwohl, wenn die freezen, ist halt auch kacke, ne? Die können jetzt einfach wieder auf Freeze gehen. Wenn Pinsy reinkommt, in was gehen wir? Wenn Pinsy... Moxie tut doch gar nicht weh, oder? Warte kurz. Moxie ist doch gar kein Problem. Naja, doch, weil dann halt Dings... Der Quick Attack macht mehr Schaden. Und wenn wir dann missen mit Ace, ne? Aber Coco watchet den doch auch, oder? Ja, würde er. Warte kurz, ich will kurz gucken. Oregon. Auf Pinsir Mega. Ich habe ja schon unser Oregon fertig gekalkt. So, sagen wir mal, wir sind jetzt auf 20% Leben, ungefähr. Und Non Mega würden die mit CC uns killen. Nee, warte. Nee, bin ich nicht. Das ist. Ich bin nicht auf Workout und ohne. Beileid gerade. Wir leben. Also kommt drauf an, wie viele Leben wir haben, könnten wir einen Burst Combat sogar tanken. Also ich würde jetzt so hier. Ich würde hier Ice Beam drücken. Ich würde hier einfach Ice Beam. Like, was soll schief gehen? Let's go. Es wäre schon cool, wenn wir die 6 auch, ne? Ja. Vorkommt. Okay. Auf der Range würden wir. Mal Ice Beam, die können gar nicht uns freezen. Warum haben sie Ice Beam? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auf den Switch Out of Land an Lando gedacht, keine Ahnung, sowas, wegen Earth Power. Ne, vergiss nicht. Immunity, das. Wahrscheinlich auf Lando Switch Out, Robin, warum sonst? Yeah, ich weiß sie trotzdem. Aber wir sind nicht bad. Lati. Ah, Lati ist healthy. Lati healthy. Ja, macht Sinn. Aber ich war confident in Punkt. Auf der Range killt übrigens Pins hier in der Mega. Warte, nee, in der Normal. Oder? Schade. Oder warte mal kurz. Er hat jetzt. Wenn die nicht Moxie sind, dann. Okay. Robin? Pins. Gehen wir jetzt nicht hier einfach auf Coco raus und drücken Volt Switch. Wahrscheinlich tun wir das, oder? Ja. Auf Coco und drücken Volt Switch. So, let's go. Perfekt, wir drücken jetzt hier Volt Switch. Gucken, was das Ding ist. Ja.
Ich glaube, die wollen spielen gerade auf Differenz. Bin mir ziemlich sicher. Irgendwie sowas. Die werden auf Differenz spielen. Was wir gerade auch machen. Ja. 35%. Lass mich kurz kalken. Wallswitch 35% Max ist. Warte kurz. Und 30% sind. Die sind mixed. Wie viel? Die haben ein wenig Spätstaff drin. Sagen wir mal 35%, sagen wir mal, die haben mindestens 52, ne? Das wäre dann 204 Dev und mit Bolt. Na, wir gehen jetzt vom Worst Case aus für Cinderace. Paraboy killt ihr. Okay, was zacken wir dann hier? Nichts, wir haben Voltswitch gedrückt. Wir gehen in Ace und gewinnen. Nein, stopp. Nein, das tun wir nicht. Wie viel nimmt Ace? Ace von einem Hyper Voice? 25 bis 30? Was? Ja, okay. Fire Resistant ja, Fairy. Ah, ja, okay. Let's go, Ace. Wish. Okay, wir drücken hier Pyroball. Okay. Drücken wir Pyroball. Ich glaube nicht, was uns abhält. Es gibt, glaube ich, nichts, was uns abhält. Er kommt. Wir zuschauen jetzt einfach. Also nein. Doch. Vielleicht sogar One-Shot, ich weiß es nicht. Wir können sie doch BP sollen. Drücken Pyroball. Ja. Aber wenn wir jetzt One-Shotten, maybe? Wir könnten hier One-Shotten hier. Wir können hier One-Shotten, glaube ich. Bei mir ein Kalk steht 102 Schaden, Max. Okay, ich wusste nicht, dass wir so viel machen. Ich dachte, wir machen weniger. Das ist nicht. Das ist nicht Full Death. So. Fireball. Okay. Ah, sicher, dass der dein Kalk richtig ist? Schau bitte nochmal rüber. Der ist auf 100% Leben. Mein Cinderace ist pre-made. Es geht um die Wesen. Der ist Boyd 104, also der Worst Case. Auch dann sagen wir mal, sie haben gehackt und sind auf. Wenn sie gehackt haben, ist also eine 201. 204 ist das Worst Case. Ja, der Boyd 204 ist der Death ist Worst Case. Ganz kurz, hatten wir nicht vorhin. Robin, warum war nochmal Band so geil richtig? Weil Full Fist Death Sylveon zu einer 80% Chance für One-Hitted wird. War da nicht was? Kann sein. Pyroball. Guess it's kind of nice. Ja. Let's go. Hast du schon? Ja, ich hab Harry. Bestes Kampf in DL. Ja. Weißt du, wie gut es sich anfühlen würde, Rudy zu 6-0? Ah, wir drücken nochmal. Ja. Oh mein Gott. Nochmal. Arschlöcher. Wenn wir jetzt missen, ich fände einen Crit sehr witzig. Wenn wir missen, ist es actually bad. Ja, ich weiß. Wann stirbt ist Coco tot durch einen. Okay, das ist jetzt. Jetzt ist es unangenehm. Nein. Wir müssen Pyro drücken. Vielleicht gewinnen wir nicht 6-0, aber wir gewinnen 5-0. Fehlt uns Pinsel hier? Wie wenig Schaden hat es bis gemacht? What the fuck? Macht Pyro Ball. Mann. Wer hat Pyro Ball gemacht? 85. Welcher Welt? 85. Hä? Da haben wir nochmal Pyro. Wir haben keine Ahnung. Welcher Welt haben sie bitte 85... In welcher Welt macht es 85 Schaden? I don't get it. Verstehe halt nicht, wieso 85, wenn hier bei mir Blaze Bandit. Aber warte. Ah, I see, ich war auf zu wenig Leben. Hm. Ich hab Blaze bei mir im Kalk getriggert. Oh, sorry. Es tut mir so leid gerade. Aber egal, sie haben nicht uns ausgestort. Also außer wir müssen jetzt.
Ja, wenn wir das jetzt hier missen, dann... Double Protect failed, wir treffen... Gehen wir uns hier. Pinsir... Mega... Adamant. Okay, wir gehen jetzt mal von Adamant aus. Was ich nicht glaube. Glaube dann, ich auch nicht, trotzdem. Dann gäbe es eine Chance. Gehen wir, dann wäre es eine Prozentchance. Jetzt kommt das Witzige, Robin. Okay? Wo ist das eine Prozentchance? Jolly. Wie viel Leben haben wir genau? Was? Wo ist das eine Prozentchance? Ich meine, mit Quick Attack, Ja, halb. Nein. Quick Attack ist eine 50-50, dass sie uns killen mit Elements und. Ist gerade mein Kai kaputt? Robin. Die Lebensanzahl. Das vom Sorry, warte, ist mein Kai kaputt? Warum? Du musst Mega-Pinsel machen, ne? Ja, Pinsel Mega hier. Bei mir macht Pinsel Mega Jolly 36 bis 43 und Adamant 40 bis 47. Das ist eine 62% Chance und auf Jolly ist Quick Attack eine 6% Chance zu kriegen. Bedeutet, wir drücken hier Pyro Ball und wenn es killt, gehen wir auf Coco. Wenn nicht, haben wir gewonnen. I guess. Okay? Okay. Okay? Go for it. 6-0. Crit! 3 von 3 Crit! Let's go! 11 von 3, lieber Lokritz. Der Crit war genial. Der Crit war echt lieb. Ich liebe lieber nur die Smon. Wie kann's denn? Wir haben 6-0 gewonnen, Robin. Wir sind drin, wir haben's. Wir sind endlich angekommen. Ich liebe. Oh mein Gott, ja, Robin. Ich liebe. Robin, wir haben eine positive Differenz. Ja. Ey, Robin. Ey, ich bin ehrlich. Diese letzten beiden Spieltage waren so frustrierend. Ich hatte so Angst für heute, ne? Ich hatte so Angst für heute. Doch. Ich hatte echt Angst, dass wir 6 out werden. Aber wir haben hier einfach 6 out. Oh mein Gott. Robin, aber weißt du, was das bedeutet? Macht ja Bot. Mach sie. Alle, die noch zuschauen. Nach einer Stunde oder so. Übel schneller Kampf. Schnellster Kampf der TPL für mich, glaube ich, jemals. Nee, ich glaube gegen Jerry und Lukas. Griffin, schneller. Griffin Season 1. Das kann auch sein. Es gab ein paar schnellere. Aber das war einer der schnellsten Series. Ihr alle, die noch zuschaut. Like dieses Video. Tut es. Abonniert den Kanal. Macht das. Aktiviert die Glocke. Stellt die Glocke von... persönlich auf alle, damit ihr auch alle Videos bekommt, die Janna hochlädt. Schreibt einen Kommentar. Ihr müsst einen Kommentar schreiben. Dann, wenn ihr, dann müsst ihr euren eigenen Kommentar liken. Bitte macht das. Dann schaut ihr, ob andere Kommentare da sind. Liked die durch, liked die durch. Liked ihr alle und antwortet auf diese Kommentare. Mit cooler Kommentar einfach. Wenn noch andere oder mit was Sinnvollem. Wenn noch andere Antworten darauf sein sollten, antwortet ihr wieder und liked ihr auch. Ihr könnt auch auf euren eigenen Kommentar antworten mit irgendwie PS so und so. Und das kann wieder liken. Na, alles liken. Jeden einzelnen Kommentar liken. Das ist wichtig. Und antworten. Auch mehrere Mal, wenn ihr wollt. Oh Gott. Dann könnt ihr auch einfach mal sagen, den Discord-Chat, den ihr mit euren Freunden habt, ladet ihn doch einfach mal in die Kommentarsektion dieses Videos ein. Ja, so, Mann. Anderes Thema. Ihr könnt auf Jannas YouTube-Kanal gehen, euch dort alle Videos anschauen und alle Schritte, darf die ich den Rest genannt habe, wiederholen. Nein. Darf ich Rest machen? Ich kann ein bisschen schneller als du reden. Dann noch könntet ihr gerne auf unserem zweiten Kanal, wo es bald weitergehen wird, keine Angst, gucken. AWF, wir machen dort Let's Plays, also hauptsächlich Visual Novels. Und dort könnt ihr auch die ganze Prozedur natürlich wiederholen. Ihr könnt auch dort gerne ein Abo vorbeilassen, wenn es euch natürlich gefällt. Und schaltet natürlich beim nächsten Mal, nächste Woche, wieder. Stopp, das war noch nicht alles, ich bin noch nicht fertig. Ihr sollt diese ganzen Videos teilen. Auf Twitter, auf Instagram, auf eurem YouTube, auf eurem Twitch. Okay, ich habe jetzt Robin in der Aufnahme gemutet. Ich glaube, wir ziehen es nicht zu lange. Ich möchte auch langsam gehen. Rudi und Roy, ich weiß nicht, ob die im Aftermatch schon sind, warten wahrscheinlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ja, bitte lasst irgendwas von Robins gesagten Sachen, macht das einfach. Wir hören uns nächste Woche wieder zu TPA Season 4. Bis dann.
Tschüss, Robin, darfst nochmal Tschüss sagen. Tschüss in die WhatsApp-Gruppe, euer...